Grüß Gott miteinander bei Ländle TV. Heute haben wir wieder eine Folge Begegnung am Berg. Wir sind im wunderschönen Montafu, genau Hoberla Ciao und ganz Richtung Golmuffe. Golmer Wanderweg denn, und über das reden wir da aber noch. Aber heute freut es mich, weil ich einen Gast habe, wo in Sachen Einrichtung, guten Geschmack und Qualität ein Wahnsinnsname hat im Land. Das ist der Harald Künzli. Guten Morgen, Harald. Hallo, hallo Morgen, Franz. Du bist Geschäftsführer von Reiter Design. Genau, richtig. So ist und man sieht das auch, dir macht Arbeit der Früh. So ist es, genau. Also es macht Riesenspaß und vor allem im Land, da im Vorarlberg tätig zu sein und mit so tollen Leuten zum tun haben. Macht riesig Spaß. Du bist ja auch, glaube ich, bei der Wirtschaftskammer, der Repräsentant von eurer Branche. Genau, richtig. Ich bin Obmann vom Einrichtungshandel seit 2018 schon mittlerweile. Ich kümmere mich um die Mitglieder von uns. Wir haben ja wirklich sehr viele mittlerweile im Vorarlberg. Und Lehrlingsausbildung, Wohnraumdesigner, Digitalisierung und Regionalität, das sind so Schlagworte bei uns. Und über das und den Berg und über den Harald, dort sagen, reden wir, fahren wir gemütlich auf mit der Golmerbahn. Gut. Und haben ein wunderschönes Wetter. Sind zwar noch Wolken, aber es ist Kasse, die werden weg. Die gehen weg. Kommen wir los. Super, prima. Harald, du bist aber gerne in den Berg. Du hast dich schon verraten als Bergfreund. Ja, ich habe zwei Kinder und mit denen ist man früher natürlich ganz viele Berge gegangen. Auf jeden Fall. Und hat da Spaß gemacht. Also, auch da im Montafu? Auch im Montafu, ja, vor allem da. Ja, klar. Montafu und Adelberg. Also das sind meine Destinationen. Und Natur gibt halt wirklich ein Erlebnis, wo man sonst nicht erlebt. Gerade bei uns im Vorarlberg im Ländle. Du, Harald, wo bist du eigentlich aufgewachsen und in die Schule gegangen? Ja, Franz, ich bin genauso am Fraschner wie du. Das haben jetzt gerne gewusst. Ja, definitiv. Und bin dann aber so Mitte Hauptschule, so zweite, dritte Klasse, ins Vorderland gezogen. Genau. Ja, bist du etwa mit dem Markus Wallner in die Hauptschule gegangen? Das stimmt, ja. Wir sind Jahrgänge auch. Hey, ja, 1967. Super. Ja, eben, wie du siehst, am Anfang. Genau. Er ist, ja. Armin, so nochmal. Genau. Und was hast du nachher tun? Nach der Hauptschule? Nach der Hauptschule habe ich verschiedene Ausbildungen gemacht. War unter anderem in New York und dort ein Studium gemacht für Interiordesign. War nachher in Mailand beim Antonio Citterio und habe ein Praktikum gemacht. Ja, und kurz danach bin ich schon wieder zurück ins Ländle und habe damals bei Reiterdesign begonnen. Wann ist das gewesen? Ja, das ist 20, knapp 35 Jahre. Boah! Also eine schöne Erfolgsgeschichte, hä? Ja, doch. Unglaublich toll, wenn man mithelfen darf, das aufbauen. Und wenn man weiß, wie klein wir angefangen haben und was für eine Größe wir jetzt mittlerweile haben. Ja, das ja. Und vor allen Dingen ein Namenhändler. Dank dir natürlich auch. Ja, wir schaffen jeden Tag dran, dass das erfolgreich ist. Du hast ein gutes Team, hast du gesehen? Genau, unbedingt. Und aber du bist, was ich so mitkriege, überall dort, wo neue Ideen entstehen, da bist du, sagen wir jetzt, Mailand, Kopenhagen, genau. München. Ja, richtig. Ja, das ist so. Wir haben viele Hersteller, 400 an der Zahl. Und da gibt es halt viele Veranstaltungen, Präsentationen, viel mit Designerzimmer, wo man schon neue Trends kreiert miteinander. Und wir versuchen das zum Auffangen, zum Kuratieren und ins Ländle zu bringen. Wie ist das? Ist jetzt etwas gerade momentan besonders angesagt in dem Bereich? Ja, ich meine, der grüne Fußabdruck ist bei den Herstellern absolut da. Alles, was neu entwickelt wird, geht schon in diese Richtung. Und mir gefällt der Spruch wahnsinnig gut.
Unternehmen werden in Zukunft nach dem bewertet, was sie für den Planeten tun. Und ja, das nach dem Motto. Das ist eine Botschaft. Ja, absolut. Das finde ich unglaublich wichtig. Regionalität, Wertschöpfung in der Nähe und der Kunden noch das so weitergehen. Du bist ja so eine positive Erscheinung, wenn du kommst. Du hast ein gutes Karma, das sieht man so schön, oder? Ja. Humor ist dir wichtig, gell? Absolut. Also Lachen und mit Freunden sehen wir sie, mit der Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Partnerin. Das ist für mich Summ und Auf. Und auch mit den Mitarbeitern, möchte ich mal sagen. Ja, wie heißen deine Kinder? Das ist die Vivian. Die Vivian ist im Studium jetzt fertig in Wien an der WU und sollte noch den Master machen. Oh, ja. Und schon noch Herausforderung. Und mein Sohn Laurin, der ist bei mir im Geschäft, hat gerade die Lehre fertig als Einrichtungsberater. Und ja, der Weg geht schon in die Richtung unseres Unternehmens. Und wie du schon gesagt hast, du hast schon eine tolle Partnerin, Mercedes. Genau, richtig, ist mir sehr viel wert. Und gemeinsam mit ihrer Schwester sind sie Künstlerinnen, die davon auch leben müssen und können auch. Und sie entwickeln wunderbare Skulpturen, Kunstwerke und das international. Das ist ein wichtiges Thema. Jetzt noch einmal kurz zurück aufs Geschäft. Was rennt momentan besonders? Was ich meine jetzt von der, ist es nordisch oder was? Ja, es ist die Mischung aus beiden. Die Nordischen sind sehr straight, geradlinig, versuchen immer sehr aktuell zu sein. Oft aber auch sehr kurzlebig, sage ich jetzt einmal. Sind eher schneller im Design und wechseln öfter. Und der Italiener, der ist sowas ein Detailist und macht wunderbare Möbel, Licht und Accessoire. Das sind auch die Themen, die wir bespielen. Also Italien ist ganz ein starker Punkt dort. Und aus diesen Ländern Produkte gibt es bereits ein Design? Ja, wir versuchen es. Nicht nur Italien und Skandinavien, aber vorwiegend aus diesen Regionen. Bevor wir weitergehen, wir haben ja gleich das erste Kreuz. Ja. Wir machen ja 3 2000er heute. Wow. Hallo. Ob ich das packe? Ja, leicht. Hey. Was hast du für ein Lebensmotto? Ja, das ist klar, wenn man auch schon einiges hinter sich braucht im Leben hat, ist einfach Vollgas durchs Leben. Und das ist mir wichtig. Ich habe keine Lust und keine Zeit zum rückwärts schauen, sondern nur vorwärts. Super, tolle Einstellung. Ja. Ja, wenn man Schicksalsschläge hinter sich hat, dann schätzt man das Schöne umso mehr. Gell? Genau, unbedingt. Also, das, ja. Da genießt man jeden Tag extrem. Ja, ich grüße ihn heute mit dir. Super. Wenn jetzt noch die Wolken weg sind, ja, dann wird es noch perfekter. Das hoffen wir. Super. Geil, Harald. Sehr geil. Geil. Franz, der erste 2000er haben wir. Gut. Gehen wir. Jo. Ja, Harald, jetzt sind wir da am Golmer Joch. Genau. Ich muss dir schon sagen, du bist mutig, wir machen 3 2000er, weißt du? Hinter kommt jetzt da der Lacetzkopf, ja, und auch das Kreuzjoch. Ich sage immer lieber 3 2000er als 2 3000er. Nein, so haben wir einen 6000er. Ein leichter 6000er. Genau. Du, hast du eigentlich irgendwelche Hobbys auch noch? Neben dem Schaffen? Wenige, ganz ehrlich gesagt. Ja. Ich interessiere mich Kunst, Kultur, Kulinarik, Architektur. Das sind so die Dinge, die mich wirklich interessieren. Wo neben der wenigen Zeit, was ich habe, einfach die volle Aufmerksamkeit schenke. Genuss ist ein gutes Stichwort. Hättest du mir einen Tipp, wo du jetzt in Vorarlberg wahnsinnig gerne reingehst, zum gut essen und trinken und genießen? Genau. Bei uns kann man überall relativ gut essen gehen. Mein persönliches Highlight ist das Restaurant Gut in Lautrach. Gut, Thomas Schäuher und sein Team. Was die Familie vollbringt, jeden Tag, Mittag, Abend, ist unglaublich. Die ganze Familie ist im Einsatz und das bewundere ich wirklich sehr. Gell? Und der Garten ist wunderschön. Ja. Gell? Wir haben ja auch Reiterdesign mit helfen dürfen im Ambiente und ja, das freut mich zudem noch. Ja.
Wo bist du das letzte Mal im Urlaub gewesen? Du bist erst vor kurzem gewesen, gell? Genau. Wir waren natürlich das erste Mal nach Corona in der Cinque Terre in Italien. Oh. War wunderschön, wieder einmal am Meer schwimmen. Das ist für mich das Größte einfach. Und immer ein kleiner Hotel ohne viel Trubel, Baia de Silenzio, hervorragend. Silenzio klingt ruhig und ist schön. Ist ruhig und schön und gemeinsam mit dem Schatz, wunderbar. Was will man mehr, gell? Was will man mehr, genau. Du schaust das Feldkirchhaber in der Stadt auch mit, gell? Beim Projekt Lichtstadt, was genau. Ich weiß, gell? Ja, ich bin... Was ist das? Erklär's einmal. Ja, ich bin im Vorstand von der Lichtstadt Feldkirch. Findet das zweite Mal statt, heuer, letztes Jahr eben auch verschoben. Und wenn man das erste Mal miterlebt hat, das war sensationell. Und da kann man nur alle motivieren zum Mithelfen, zum Chor vor allem. 6. bis 9. Oktober und ein Highlight, absolut. Wir haben tolle Künstler vom Peter Kogler, Brigitte Kovacs, Neon Golden, also sensationell. Wird super. Ich freue mich schon drauf. Ja. Weißt? Es war letztes Mal 3 Abend, so ruhig, und etwa 30.000 Leute in der Stadt. Alle spazieren um und staunen nur. Genau, genau. Das ist ganz was Eigenartiges. Die Illuminisierung der Stadt mit den Gebäuden. Auch wenn es schlecht Wetter hat, jetzt mal mit dem Nebel und mit allem, was drumherum gehört. Toll. Super schön. Du bist mutig. Aber du bist schon einmal am Burg gewesen, wo alles Mögliche kam. Hast du noch einen Held deiner Kindheit in Erinnerung? Muss ich nicht nachdenken. Am ehesten fällt mir Vicky. Vicky und die starken Männer. War immer mein Held damals. Mich hat immer begeistert. Eine gute Idee haben, die Umsetzung und Erfolg. Das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind. Das ist der Blümchenhofen, ja. Nebst der Schulischen, oder? Ja, ja. Das Motto, ja, super, genau. Hey du. Doch. Hast du im Vorarlberg noch ein Plätzchen, wo du jedem empfehlen kannst, wo dich du total wohlfühlst? Es gibt für mich 2 Orte, ja. Und die sind gerade konträr. Das ist der Adelberg, Lechzug am besten, beim Joschi Walch hinterwärts zum Elpele, wunderschön. Und der Bodensee in Lochau, im Atelier meiner Freundin. Und das ist auch traumhaft schön dort. Oh, traumhaft schön ist aber auch, Harald. Ja. Wenn wir jetzt nachher da hinschauen. Es ist noch ein bisschen im Nebel, ja. Aber... wird. Lachets Kopf ruft. Wir sind wir positiv. In meiner Welt halten wir unsere Gewässer sauber. Denn in meiner Welt gibt's nur unsere Welt. Und mit der nachhaltigen Geldanlage von Raiffeisen kann auch jeder dazu beitragen, dass die auch in Zukunft lebenswert bleibt. Raiffeisen, meine Bank. Frastanzer. Wohlbefinden, Natürlichkeit und sorgfältige Verarbeitung. Das ist das, was uns Vorarlberger ausmacht. Natürlich vom Ländle. Das ist der Lachets Kopf da über 2216. Ja. Schau, jetzt haben wir ein kurzes Sonnenfenster. Wir sehen da ein, Alpe Lachets. Leider nicht sehen wir die Geißspitze nicht. Aber dahinter schemenhaft 3 Türme. Genau. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt da umschauen, schau. Harald, wir sind jetzt 20 Minuten im Kreuzjoch da. Wunderbar.
Haraldsbergheil, Kreuzhoch. Franz. 2262. Genau. Wow. Wow. Und die Sonne ist da, so ja. Was Seltenes. Vier 2000er haben wir gemacht. Vier bitte. Wow. Das ist ja, ja fast schon 8000. Ja, gell? Wenn wir es zusammenrechnen, schon. Ja, zum Wohle. Du Harald, du bist schon 35 Jahre Bereiter Design, genau. Oder? Richtig. Hast du das eigentlich schon immer machen wollen? Schöne Sachen einrichten und so? Ja, eigentlich schon wirklich von klein auf. Das war so eine Passion von mir. Ich habe in der Schulzeit schon ständig Möbel hin und her geschoben daheim. Und da haben wir schöne Wohnen damals gekauft. Also ich habe mich wirklich interessiert auch für Architektur. Und der Werk war irgendwie schon so gezeichnet, absolut. Das finde ich toll. Du, wie viele Mitarbeiter hast du? Ja, es schwankt zwischen 20, 25, so in der Größenordnung. Wir haben verschiedene Bereiche bei uns. Wir haben Home, praktisch das ganze Zuhause, ja. die Möblierungen. Wir haben das Projekt, wo wir Großprojekte abwickeln. Wir haben die Planung, wo wir Konzepte gemeinsam gestalten. Wir haben Verwaltung und Logistik. Das sind so die verschiedenen Divisionen, wo wir fahren. Aber in Innsbruck haben Sie schon nicht genau, draußen. Genau, in Innsbruck sind wir seit 15 Jahren und haben das aufgebaut. Ich bin über einen Architekten nach Innsbruck gekommen, der hat gesagt, du musst mitkommen, weil so wie wir sind, wie ich bin, gibt es bei uns nicht. Und der hat mich dann da eingeführt in die Architekturszene. Und das hat sich aufgebaut. Mittlerweile sind wir sehr stark in Tirol und sind nächstes Jahr am neuen Standort, direkt am Bahnhof. Da wird neu gebaut und wir haben wirklich eine tolle Vision für die Zukunft. Wenn jetzt du zurückdenkst, Harald, gehst du den beruflichen Weg noch einmal der gleiche? Ja, absolut. Also ich schaue jetzt die vielen Jahre sehr positiv zurück, und aber bin immer noch sehr, sehr motiviert, um einiges zu verwirklichen. Also ich jetzt genau gleich machen, da gibt es gar nichts anderes. Ist doch schön. Ja, richtig. Und ich brenne auch dafür. Das ist auch was total Wichtiges für mich. Das sieht man. Ja, ja, ist toll. Weißt, Leute, die positiv sind, es steckt da. Ja. Ja, schön, dass du so bist. Danke. Wo siehst du dich und Reiterdesign in 10 Jahren? Ja, ich schaue gern also nach vorwärts. Wir haben ein Konzept, das gut funktioniert, und viele ganz starke Partner, und wir können uns natürlich vervielfältigen. Also ich denke an größere Städte mit Einzugsgebiet, da haben wir schon unsere Chancen. Du bist auch immer bei der Gustav, bei der Messe für schöne Dinge in Dornbirn. Bist du hier auch wieder vertreten? Ja, also sofern es möglich ist, seitens der Messe sind wir gern dabei. Also wir sind seit der ersten Stunde Aussteller dort. Was mir immer gut gefallen hat, ist dieser komplette Mix, der Produktmix. Und alles im relativ gehobenen Bereich. Und das gefällt, glaube ich, auch den Leuten gut. Also dieses Konzept hätte ich auch gerne in Tirol, sage ich ganz ehrlich, weil das gibt es dort nicht. Und meiner Meinung nach hätte die Messe das schon lange exportieren können. Ich möchte mich jetzt ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mit uns vier 2000er gemacht hast, bei widrigstem Wetter. Das ist gut. Toll. Einblicke in die private, schöne und beruflich wunderschöne. Ja, genau. Es hat Spaß gemacht. Danke dir, Harald. Franz Tirol, vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt und begleitet habt. Das ist für mich eine große Wertschätzung. Danke vielmals. Ja, wir genießen es. Ja, liebe Zuseher, das war jetzt die Begegnung am Berg vom Golm. Wir haben einen Teil vom Golmer Höhenweg gemacht. Wir sind aufs Kreuzjoch heran. Mit dem Harald Künstler, Garant für guten Geschmack da in Sachen Einrichtung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche wieder Begegnung am Berg bei Ländle TV. Bis dahin, genießen's Leben.